Kaiser Trajan legt auf einer hochwassergeschützten Terrasse 97 nach Christus im Bereich einer keltischen Siedlung das römische Legionslager Vindobona an. Das Militärlager wird im Westen begrenzt vom Otterkringer Bach, im Osten vom Flussbett des Wienflusses. Im Norden schließt sich das Donauufer an, das in etwa dem heutigen Verlauf des Donaukanals entspricht. Die südliche Grenze bildet eine Grabenanlage. Die Grenzen des ehemaligen Legionslagers verlaufen im Bereich des heutigen tiefen Graben, des Concordiaplatzes und Heinrichsgasse. Über den Rudolfsplatz, entlang der Gonzagergasse und dem Schwedenplatz. Über die Roten Turmstraße zum Stephansplatz und über den Graben und durch die Naglergasse zurück zum tiefen Graben. Südlich der mittelalterlichen Ruprechtskirche befindet sich ein großes Badegebäude, eine Thermenanlage. An der Wende des 4. zum 5. Jahrhunderts kann der nördliche Limes von den Römern nicht mehr gehalten werden. Das Lager Vindobona wird aufgegeben. Im Bereich der erwähnten römischen Badeanlage des Lagers und der späteren Ruprechtskirche besteht eine kontinuierliche Weiterbesiedlung bis ins Mittelalter. Im Bereich der Sterngasse 5 und 7 liegt die Keimzelle des späteren Wien. Hier entsteht ab dem 13. Jahrhundert der mittelalterliche Berghof im Bereich Hoher Markt, Marc-Aurel-Straße, Sterngasse und Judengasse. Um 1270 wird der Berghof in Jans N. Enkels Fürstenbuch als das einzige Gebäude hoch über den Donauauen stehend erwähnt. Im Bereich Berghof und Ruprechtskirche, einer der ältesten Kirchen Wiens, neben der Peterskirche und der Kirche Maria am Gestade, befindet sich der sogenannte Kienmarkt. Der Kienmarkt wird erstmals 1204 oder 1246 erwähnt. Die Bezeichnung Kienmarkt umfasst ursprünglich die heutigen Straßenzüge Judengasse, Seitenstettengasse, Sterngasse, Salzgasse, Marc-Aurel-Straße, Vorlaufstraße und Salvatorgasse. Der Name leitet sich wahrscheinlich von den mit Harz getränkten Kienhölzern ab, die den ärmeren Bewohnern der Stadt als Beleuchtung dienen. Als nur noch der Gassenmarkt in der verbreiterten Judengasse abgehalten wird, trennen die gotischen Häuser Ruprechtsplatz 4 und 5 den heutigen Ruprechtsplatz vom Kienmarkt. Der darüber hinausgehend älteste rein mittelalterliche Siedlungskern befindet sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem Dreiecksplatz vor dem Hause Tuchlauben 8. Hier teilt sich die Straße zur Peterskirche und zum Römertor, dem bereits 1330 urkundlich erwähnten Peilertor. Damit gibt es zwei Siedlungskerne auf dem Gebiet der heutigen inneren Stadt, die allmählich zusammenwachsen. Das Peilertor ist ein aus der Zeit der Bamberger stammendes Wiener Stadttor zwischen Kohlmarkt und Tuchlauben, das wahrscheinlich auf Resten der Porta Decumana, dem Südtor des Legionslagers Vindobona, steht. Im 18. Jahrhundert wird das Tor abgetragen. Der mittelalterliche Stadtkern im Bereich Tuchlauben 8 dürfte auf die Zeit um 1000 zurückreichen. Die erste urkundliche Erwähnung von Wien im Mittelalter findet sich 881 in den Salzburger Annalen. In diesen Aufzeichnungen wird ein Kampf mit den Ungarn bei Venia beschrieben, einer mit römischen Ruinen übersäten, unbedeutenden Siedlung. 1030 wird entsprechender Aufzeichnungen nach ein Heer Kaiser Konrads II.
von den Ungarn in den Mauern von Vienis eingeschlossen. 1137 wird Wien im sogenannten Tauschvertrag von Mautern als Civitas bezeichnet. Markgraf Leopold IV., der Freigebige, gibt die Pfarrrechte in Wien an das Bistum Passau ab und unterstellt in dem Vertrag dem Bischof Reginhard von Passau die Peterskirche. Als Gegenleistung erhält Markgraf Leopold IV. Neben einem Weingarten bei Mödling die bei der Stadt Wien gelegene Hälfte des Wiener Pfarrguts. Ausgenommen die Bauparzellen, auf denen Ställe erbaut sind, mit der Auflage, dass die Peterskirche und die übrigen im Wiener Pfarrsprengel geweihten Gotteshäuser fortan dem Wiener Pfarrer unterstehen. Das Areal der ausgeklammerten Ställe dürfte mit dem Stephansplatz identisch sein. Dieser Tauschvertrag ermöglicht daher den Bau einer Pfarrkirche, die bereits 1147 geweiht wird. Es ist die erste Vorgängerkirche des Stephansdoms. 1221 wird eine Pfarre St. Stephan erstmals genannt. Sukzessive entstehen auf dem Gebiet der heutigen inneren Stadt Siedlungen außerhalb der noch aufrechten römischen Lagermauern Siedlungen für Handelsleute und Gewerbetreibende. Zum Beispiel die Linzenanger-Siedlung im Bereich Bäckerstraße-Wollzeile, die Weihenburg im Bereich der Weiburgasse und die Vorstadt an der Langen Mauer vor dem Peilertor im Areal zwischen Nagler- und Herrengasse, Kohlmarkt- und Strauchgasse. Der Bamberger Heinrich II. Jasomirgott verlegt, bevor er im Jahre 1156 zum Herzog erhoben wird, seine Residenz von Klosterneuburg nach Wien und benötigt dafür ein Kloster. Im Mittelalter sind die Klöster nicht nur Stätten des Gebets, sondern vor allem Träger und Bewahrer des Wissens. 1155 begründet Heinrich II. Jasomirgott das Schottenstift im Bereich außerhalb der noch bestehenden römischen Lagermauern. Ende des 12., Anfang 13. Jahrhundert findet die erste babenbergische Stadterweiterung unter Herzog Leopold V. mit Ringmauer und Graben statt. Die babenbergische Ringmauer umschließt die Stadt entlang der heutigen Straßenzüge Dominikanerbastei, Stubenbastei, Seilerstätte, Walfischgasse über Albertiner- und Hofburggebiet zur Löwelstraße, Mölkersteig, Helfersdorfer Straße, Salzkries, Franz-Josefs-Quai und zurück zur Dominikanerbastei. Finanziert wird das Vorhaben mit dem erpressten Lösegeld für den englischen König Richard Löwenherz. Am 21. Dezember 1192 wird König Richard Löwenherz auf der Rückreise vom dritten Kreuzzug vor den Toren Wiens in der Gemeinde Erdberg verhaftet. Die Stadt erreicht mit der babenbergischen Ringmauer jenen territorialen Umfang, der bis ins 19. Jahrhundert unverändert bleibt. Die mittelalterlichen Vorstädte gehen während und nach der Türkenbelagerung von 1529 und im 17. Jahrhundert 1683 größtenteils zugrunde. Das Areal wird mit Bauverbot belegt. Infolge kaiserlichen Befehls vom 15. März 1588 beträgt der Bauverbotsrayon vor der Stadtbefestigung zunächst 50 Klafter, ca. 95 Meter. Im Laufe der Zeit wird das Glacis immer weiter ausgedehnt und etappenweise vergrößert. Seit 1683 verläuft der äußere Glacierrand von Donaukanal zu Donaukanal entlang der heutigen Straßenzüge Hintere Zollamtstraße, Invalidenstraße und am Heumarkt, Brucknerstraße, Karlsplatz und Treitelstraße, Getreidemarkt, Museumsplatz und Museumstraße, Ausbergstraße, Landesgerichtsstraße, Friedrich-Schmidt-Platz und Landesgerichtsstraße sowie Garnisonsgasse, Schwarzspanierstraße und Berggasse.
Am 17. Jänner 1770 ordnet Josef II. Die Anlage von Fußgänger- und Fahrstreifen an. Lässt ab 1781 rund 3000 Alleebäume anpflanzen. Die neu entstehende Grünfläche werden dem Magistrat zur Nutzung übergeben. Von der Bevölkerung wird das Glacis sehr bald als Erholungsgebiet akzeptiert. Das beliebteste Glacis war das Wasserglacis, wo Mineralwässer ausgeschenkt werden. Zur Verbesserung der Sicherheit werden von 1776 an Laternen zur Beleuchtung aufgestellt. Nach der zweiten Türkenbelagerung 1683 wird eine Erneuerung und Erweiterung des Burgfrieds zu einem dringenden Bedürfnis. Der Burgfried wird erstmals in der Bestätigung des Stadtrechts Leopolds VI. 1221 durch Herzog Friedrich II. Erwähnt, 1244. Seine räumliche Ausdehnung zu dieser Zeit lässt sich nicht festlegen. Am 15. Juli 1698 erlässt Leopold I. ein Burgfriedensprivileg, indem er den Burgfried juristisch und territorial definiert. Innerhalb des Wiener Burgfrieds, der nicht gleichbedeutend ist mit der Stadtmauer, sondern auch die Vorstädte mit einschließt, stehen der Stadt bzw. dem Magistrat die Gerichtsbarkeit und verschiedene administrative Befugnisse zu. Ab 1698 ist die Stadt Wien bestrebt, alle grundherrlichen Rechte über die Vorstädte anzukaufen, sodass Anfang 1848 alle Vorstädte, ausgenommen Schaumburger Grund, Mariahilf, St. Ulrich, Neubau, Neustift, Schottenfeld und Lichtental der Grundobrigkeit der Stadt Wien unterstehen. 1809 sprengen die abziehenden französischen Truppen neben anderen Befestigungswerken auch die Burgschanze und die Burgbastei. In der Folge entstehen vor der Hofburg die Anlage des Volksgartens und des Kaisergartens, heute Burggarten, und der dazwischenliegende Heldenplatz mit dem neuen Burgtor. Im Volksgarten und im Paradeisgarten auf der Löwelbastei werden Kaffeehäuser errichtet. An verschiedenen Stellen wird der äußere Rand des Glacis zur Verbauung freigegeben. So entsteht beispielsweise ab 1816 das Polytechnikum, die spätere Technische Hochschule, seit 1975 Technische Universität neben der Karlskirche. Ab 1826 die Häuserzeile im heutigen 3. Bezirk am Heumarkt mit dem Hauptmünzamt. Ab 1839 der Baublock im heutigen 8. Bezirk zwischen Lenaugasse, Florianigasse und Landesrichtstraße. Und 1853 bis 1858 der Baublock im heutigen 9. Bezirk zwischen Währingerstraße, Berggasse und Rossauer Lände, das sogenannte Neue Wien. Über das Neue Wien erzähle ich ausführlich in dem Video Alzergrund historisches Wien. Der Bezirksname wird mit dem Artikel der Alzergrund verwendet. 1856 beginnt der Bau der Votivkirche. Auf der Grundlage des am 17. März 1849 erlassenen provisorischen Gemeindegesetzes genehmigt Kaiser Franz Josef I. am 6. März 1850 die vom Innenminister Alexander Freiherr von Bach vorgeschlagene provisorische Gemeindeordnung für die Stadt Wien. Entsprechend dieser provisorischen Gemeindeordnung bildet die innere Stadt mit den 34 Vorstädten innerhalb des Lienenwalls das Gemeindegebiet Wien. Das Gemeindegebiet wird 1850 in 8 Gemeindebezirke eingeteilt. Aufgrund diverser Einsprüche untersagt Kaiser Franz Josef I. am 6. Dezember 1851 die Aktivierung der bereits gewählten Bezirksvertretungen. Erst 10 Jahre später, im Juni 1861, kommt es zur Aktivierung der bereits 1851 gewählten Bezirksvertretungen. In diesem Jahr wird der 4. Gemeindebezirk Wieden in die heutigen Bezirke 4 Wieden und 5 Margareten eingeteilt. Zum Thema Eingemeindung der Vorstädte 1850 und über die Teilung von Wieden
In den 4. und 5. Gemeindebezirk Wieden und Margareten findest du mehr Details in dem Video auf der Wieden, historisches Wien. Kaiser Franz Josef I. ordnet mit 20. Dezember 1857 per Dekret an, die Wiener Stadtmauer niederzureißen und das Glacis zu verbauen. Am 29. März 1858 wird beim Roten Turmtor mit dem Abbruch der Stadtmauer begonnen. Anstelle der Befestigungsanlage entsteht die Wiener Ringstraße. Dazu erfährst du mehr in dem Video Die Wiener Ringstraße von 1860 bis ca. 1920, historisches Wien. Das Video zeigt uns die Wiener Ringstraße vom Beginn der Schleifung der Stadtmauer 1858 bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Damit werden die innere Stadt und die ehemaligen Vorstädte baulich verschmolzen. Obwohl Minister Franz Serafin von Stadion bereits 1850 anregt, auch 33 Vorstädte außerhalb des Linienwalls einzugemeinden, kommt es erst Jahre später dazu. Kaiser Franz Josef I. deutet anlässlich der Eröffnung des Türkenschanzparks 1888 darauf hin, dass die Vereinigung der Vororte mit Wien wohl in naher Zukunft erfolgen wird. Am 20. Dezember 1890 fasst der Wiener Gemeinderat einen diesbezüglichen Beschluss, der am 1. Jänner 1892 definitiv in Kraft tritt. Die Vororte werden in die Bezirke 11 bis 19 eingeteilt. Die Brigittenau wird am 24. März 1900 in der Ära des christlich-sozialen Bürgermeister Lueger vom 2. Bezirk Leopoldstadt abgetrennt. Am 28. Dezember 1904 beschließt der Gemeinderat, 1905 eine Reihe von Ortsgemeinden am linken Ufer der Donau als 21. Bezirk Floridsdorf nach Wien einzugemeinden. Neben dem Wunsch des Erwerbs unverbauten Gebiets dürfte es für Bürgermeister Lueger auch eine Rolle gespielt, dass der liberale Statthalter von Niederösterreich, Erich Graf Kilmanseck, mit dem Gedanken spielt, Floridsdorf zur Hauptstadt von Niederösterreich zu machen und damit dem christlich-sozialen Lueger entgegenzuarbeiten. Am 6. Juli 1910 folgt die Eingemeindung des selbstständig gebliebenen größeren Teils von Strebersdorf. Am 15. Oktober 1938 werden 97 niederösterreichische Ortsgemeinden mit Wien zu Groß-Wien vereinigt. Die von Klosterneuburg bis Schwechat und Gumpolskirchen angeschlossenen Gebiete werden in die Bezirke 23 bis 26 eingeteilt. Der 22. Bezirk wird aus dem südöstlichen Teil des bestehenden 21. Bezirks und linksufrigen Erweiterungen gewonnen. In den Jahren 1946 bis 1954 werden 80 von den 97 niederösterreichischen Gemeinden, die 1938 mit Wien vereint werden, wieder an Niederösterreich zurückgegliedert.